Jo, moin Leute und willkommen zu dem ersten Video auf meinem Kanal zu dem Spiel Factorio. Ich denke mal, Teil wird das Spiel bestimmt kennen, ein paar andere nicht so. Ist auf jeden Fall eine kleine Goldperle, finde ich zumindest. Wenn man solche Spiele natürlich mag. Und für die, die es eventuell mitbekommen haben, zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme habe ich gestern mit Kurzsub dieses Spiel gestreamt. Und habe mit ihm meine Welt angefangen. Und auf dieser Welt würde ich jetzt auch weitermachen. Deswegen wird es ja auch Folge 1.1 heißen. Den Beginn dieser Karte findet ihr also auf KurzsubLP seinen Kanal. Und ist der Livestream vom 22.02. Ja, ich denke mal, ich starte erstmal das Spiel. Und ich brauche es ja aktuell nicht im Dings starten, sondern im Singleplayer. Gucken, ob ich nachher noch mit einem Kurzsub noch weiter spielen und auch noch aufnehme. Auf jeden Fall haben wir hier soweit angefangen. Und ihr könnt ja sehen, das ist ein Spiel, wo man hier so Sachen produziert. Man hat hier, kurz auf die Karte. Man hat hier halt diese Erzförderer auf diesen Bereichen. Die platziert man dort und dann hat man dort halt Kupfererz, gibt es halt Kohle, Kupfer, Eisen, Uran gibt es hier noch. Auch Öl, hier gut zu sehen. Hat man solche Wasserflecken wie hier. Und die baut man halt ab oder auch Steine, genau. Die baut man hier mit diesen Erzförderern ab. Transportiert das dann im Idealfall über Förderbänder. Kann man auch per Hand machen. Und dann verarbeitet man alles immer weiter. Wie zum Beispiel hier haben wir auch schon eine kleine Produktionsstrecke, die da gute Kurzsub gestern im Stream aufgebaut hat. Wo jetzt Eisenzahnräder produziert werden, das stellt er wieder was Neues her und so weiter und so fort. Und das ist so an sich halt das Spiel. Und ich sehe gerade, hier ist keine Kohle mehr. Wie gesagt, angefangen haben wir im Stream. Und deswegen kann ich jetzt hier nicht bei 0 anfangen, oder möchte ich nicht bei 0 anfangen. Vielleicht mal auf einer anderen Karte dann. Und ich dachte mir, da er das ja gestreamt hat, dass ich das so ein bisschen als Let's Play Projekt mache. Und wenn wir streamen sollten, ich kann ja leider nicht live streamen, dass wir das dann halt auf seinen Kanal machen. Ich jetzt einfach in Videoform aufnehme und dann noch ein bisschen gucke, wie ich schneiden kann. Da muss ich wirklich mal gucken, wie ich das mache. Und das dann halt hochlade. Falls es euch dann gefällt. Ich hoffe auch, dass die Lautstärke von dem Spiel passt und dass es auch nicht zu laut ist. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen lauter vor Ort ist. Bei manchen Sachen. Aber dann könnt ihr mir dann alles in die Kommentare schreiben, beziehungsweise ich sehe es nach der ersten Aufnahme hier. Ja, da ich gerade ohne den Kurzsub spiele, möchte ich hier jetzt auch nicht allzu viel vorweg machen. Sondern eher so ein bisschen. Sondern so ein bisschen halt grundlegende Dinge machen, wie zum Beispiel die Kohle. Wenn die Kohle nämlich leer ist, wird hier kein Eisen mehr produziert. Wenn wir hier kein Eisen mehr haben, dann heißt es, dass auch hier ein Leerlauf ist bei den Zahnrädern und dann haben wir keine Zahnräder mehr und so weiter und so fort. Und die Kohle, die hier hingeht, seht ihr schon, die geht hier mit rüber und wird dann hier nach zu den Öfen transportiert. Und die geht auch hier hoch und geht dann hier lang und befeuert die Öfen mit. Weil Kohle braucht man eigentlich nicht ganz so viel, das staut sich relativ schnell zurück. Aber dafür muss auch erstmal Kohle kommen. Und jetzt haben wir noch das eine Kohlefeld hier. Weshalb ich mich auch demnächst darum kümmern würde, noch irgendwo anders Kohle mit anzuzapfen, wie zum Beispiel das hier oben. Oder halt dann hier unten bei den Kohledingern. Weil hier gibt es auch nicht nur die Förderbänder als Transportmittel, sondern auch. Wo habe ich's? Hier, ein Zug zum Beispiel, der Eisenbahn. Die haben wir schon erforscht. Dafür müssen wir jetzt erstmal Motoren herstellen. So ein Motor stellt man her aus einem Stahlträger, Eisenzahnrad und Rohr. Also aus zwei Rohren. Röhren. Ja, zwei Röhren, nicht Rohren. Und so stellt man das dann her. Und die Gleise zum Beispiel stellt man dann aus Stein, Stahlträger und Eisenstange her. Und das kann man dann hier machen in den. Wo habe ich jetzt sowas? Hier unten. Gibt es dann solche Produktionsstätten, die das dann halt herstellen. Ja, und gut zu erkennen, hier unten laufen gerade noch 27 Geschütztürme durch, weil wir wurden gestern dann doch ziemlich. Ich hoffe, man hört die Autos jetzt nicht so dolle. Wir wurden gestern doch schon ziemlich von
vielen Aliens hier belagert und angegriffen. Was natürlich nicht so gut ist. Da sieht man noch ein paar Leichen von denen rumliegen. Deswegen haben wir dann gestern im Stream, also ich hatte mir angefangen, die Verteidigung auszubauen. Das heißt ja einmal eine komplette Runde hier mit der Mauer. Einmal hier rum Munition laufen auf dem Förderband. Das ist die einfache Munition. Gibt zwei verschiedene. Und diese befüllt dann, also diese wird dann in die Geschütztürme ganz normal reingelegt über die Greifarme. Hat halt den Effekt, man müsste sonst, wenn man jetzt die Geschütztürme einfach platziert, müsste man immer per Hand die Munition nachfüllen. Das ist halt gerade, wenn die so in Massen kommt, wenn man viele Geschütztürme hat, sehr lästig. Und deswegen habe ich mir halt gesagt, ach komm, dann mache ich mir lieber einmal die Arbeit und habe dann erstmal eine gute Verteidigung hier stehen. Und das habe ich dann gestern mit einem kurzen zu Ende gemacht. Also noch ein Stückchen, dann habe ich den restlichen Teil noch gemacht. Damit das hier dann auch alles steht, weil wenn die hier in Massen ankommen, ich glaube bis zu 20 Typen können da pro Gruppe kommen. Ja, die seht ihr auch, das sind alles diese Alien-Viecher hier. Die greifen mir schon gerne dann mal an. Und ja, ich finde auf jeden Fall, es ist ein schönes Spiel. Man muss auch ein bisschen mitdenken. Die Frage ist halt nur, inwiefern ist es zum Zuschauen geeignet? Also wenn ihr sagt, nee, total langweilig, will kein Schwein sehen, dann spiele ich es nur noch mit Kurzip. Also zumindest auf meinem Kanal, vielleicht nochmal im Stream oder so bei ihm. Das weiß ich jetzt nicht, wie er dazu dann steht. Aber wenn ihr sagt, dass ihr gerne mehr davon sehen wollen würdet, dann könnt ihr es mich gerne wissen lassen. Und wie gesagt, ich würde halt auch schauen, dass ich so wirklich langweilige Passagen, wie wenn ich das Spiel nur crafte oder so, dass ich das rausschneide. Und jetzt wollte ich halt erstmal in diesem Part noch ein bisschen die Verteidigung verstärken. Also sprich überall einfach noch so ein paar Türme dazwischen klatschen. Hier dann Greifarm, zack. Und dann lädt es das hier rein. Und dann geht das hier auf 10 hoch. Weil 10 Kugeln haben die immer drin, wenn die automatisch befüllt werden. Und hier sehen wir gerade so einen Angriff. Genau. Und dann bei 10 ist erstmal Schluss. Per Hand könnte ich jetzt 200 reinlegen. Das würde also funktionieren, dass ich per Hand mehr reinlege. Aber halt automatisiert nicht. So, hier gibt es auch noch verschiedene Greifarme und hier auch das Crafting-Menü. Gibt es viele verschiedene Sachen. Die normalen Fließbänder, die gelben oder halt auch die verschnellerten. Und das kann man halt alles automatisiert dann herstellen. Oder auch hier Solarpanel gibt es auch. Dann hier Hochofen, normaler Schmelzofen. Hatte den Effekt, der Hochofen braucht halt mehr, ein bisschen so aufwendigeres Material. Zum Beispiel Stahlträger und Ziegelstein bekommt man nur, wenn man die ganzen Sachen erstmal schmilzt oder brennt, was auch immer. Das heißt, man braucht erstmal die normalen Öfen, um überhaupt die besseren haben zu können. So. Wie gesagt, bei der Verteidigung auf jeden Fall, dass hier so ein paar Lücken mit wegkommen. Weil diese Alien-Viecher, also für uns sind es ja zumindest Aliens, für die sind ja weniger Aliens, sehr penetrant werden können. Und das Rot hier auf der Karte ist auch immer so ein Alien-Nest. Und ihr seht schon, wenn ich hier so rauszoome, überall hier sind diese Aliens. Und das ist halt nicht so gut. Wir müssen halt schauen, dass wir die wegkriegen. Dafür gibt es dann halt hier auch verschiedene Waffen. Wie zum Beispiel die Maschinenpistole, Pistole, die Schrotflinte oder auch später noch einen Flammenwerfer und alles. Kann man nämlich dann alles hier erforschen. Und apropos, müsst ihr jetzt mal erforschen. Was nehme ich da? Erstmal das. Genau, beim Forschen haben wir aktuell hier gerade mal 5 Labore, also nicht viel. Da wollte sich dann der gute Kurzip ransetzen und das nochmal vergrößern. Deswegen will ich mir da jetzt auch nicht zwischenfunken. Ich habe lediglich, werdet ihr sehen, im Stream war hier nur eine Produktion von den roten Flaschen. Ich habe das hier mal auf 5 vergrößert, weil hier absoluter Leerlauf war. Und gerade bei der Forschung ist es halt wichtig, dass da hintereinander weg produziert wurde. Die Partlänge würde ich so schauen, dass ich so zwischen 10 und 15 Minuten bin. Je nachdem, wie umfassend das ist, was wir gerade machen. Und ich denke mal, damit wäre jeder zufrieden. Wenn ich da noch ein bisschen rumschneide, werde ich ja eh mehr aufnehmen, wie ich am Ende, denke ich mal, zeige.
Und ich habe nur auch das Problem mit der Internetleitung, dass ich nicht gerade die beste hier habe. Also wenn ich da solche riesigen Videos habe, da brauche ich immer eine Weile zum Hochladen. Da würde ich halt wirklich besser kommen, wenn ich manche Sachen auch so zwei Teile. Dass es zwei Parts werden oder so. Aber muss man erstmal noch gucken. Jo. Gibt auch noch so typische Tore hier für die Mauern, genau. Dass man auch durchlatschen kann. So. Man muss halt auch echt aufpassen, weil diese Aliens werden auch mit der Zeit immer stärker. Also aktuell sind das diese kleinen Beißer, heißen die. Die halten ziemlich wenig aus und sind auch ziemlich schnell down. Dann gibt es später noch die mittelgroßen und die großen. Und die stecken dann auch schon deutlich mehr weg. Also dann ist das hier, diese Verteidigung, die ich jetzt hier oben habe zum Beispiel, muss man dann schon aufpassen, dass die hier nicht trotzdem durchkommen, weil ja, die sind halt sehr widerstandsfähig, halten noch viel aus. Die spucken halt so gesehen. Der Angriff ist so eine Spuckattacke. Die gibt auch Nahkämpfer und Fernkämpfer halt. Und welche von denen spucken auf jeden Fall. Die spucken dann auch hier hinter die Mauer. Und greifen auch die Türme direkt an. Und hier oben bei der Steinproduktion sieht man es ja auch. Hier haben wir halt bloß die Türme normal stehen, ohne dass die sich automatisch befüllen. Weil wir halt hier sind. Und hier ist halt das Steinvorkommen. Das wäre halt ein utopischer Weg. Und hier nochmal ein bisschen Gemetzel. Also wie ihr seht, die einfachen Viecher ist mit der Verteidigung überhaupt kein Problem. Was es auch noch gibt, ist eine panzerbrechende Munition. Hieß sie so? Ja, genau. Und das Normale ist halt die normale, einfache Munition, die ich hier gerade in Massen herstelle. Und die panzerbrechende macht halt, wie ihr sehen könnt, mehr Schaden. Und den Effekt, man kann auch die Türme im Schaden leveln, das ist erforschen, wie hier zum Beispiel, erhöht den Schaden von dem blablabla hier, ne? Man kann auch hier für die Handfeuerwaffen das nochmal weiter erforschen, dass es alles mehr Schaden macht. Braucht man später auch, wir bräuchten jetzt zum Beispiel noch hier die verschiedenen Forschungspakete hier, dieses graue, was halt fürs Militär ist. Und das haben wir aktuell noch nicht automatisiert, müssten wir also dann hier im Inventar herstellen. Und dieses Herstellen dauert teilweise halt echt lange, hier 35 Sekunden. Das ist also echt der Wahnsinn. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo so Sektoren clearen. Zum Beispiel hier die Aliens alle wegschnetzeln. Und dann uns hier so einen Weg durchbauen, dass wir das hier nochmal produzieren können. Und das dann einfach in die Hauptbase reinfahren, mit einem Zug oder so. Weil man kann halt nicht alles aus drei Vorkommen hier herstellen. Also nicht alles, man kann nicht alles hier machen, weil man dafür den Platz gar nicht hat und die Ressourcen auch nicht. Also ich bin froh, dass sich hier das Eisen schon mal so zurückstaut, wie es das jetzt auch tut. Und auch bei den Eisenplatten hier muss ich sagen, bin ich auch froh, dass ich jetzt hier jede Menge schon mal habe. Damit wir dann auch, wenn wir dann nachher oder heute Abend wieder zusammenspielen, auch gleich vorwärts kommen. So, mein nächster Plan ist dann halt die panzerbrechende Munition im Idealfall automatisch herzustellen. Also sprich, dass ich hier oben die produziere und dann noch zwei Produktionsstätten mache oder eine, die dann halt aus den Kupferplatten, Stahlträgern und dieser Munition dann die verbesserte herstellen. Nur dafür muss ich halt, ja hier, das meine ich nämlich, nur dafür muss ich halt noch Kupfer hierher kriegen. Und Kupfer könnte ich an sich von hier rechts holen, von dem Feld. Dann hole ich das Kupfer hier rein, weil Stahlträger habe ich hier unten. Die stelle ich hier her. Da würde ich die Produktionslinie einfach noch ein bisschen erweitern. Können wir gleich mal machen. Dann kann ich das ihm gleich noch zeigen. Dann seht ihr das mal, wie das dann im Endeffekt aussehen soll. Jetzt habe ich einfach hier die Hochöfen. Mache die hier. Führe die Linie fort, so gesehen. Hier einmal noch das Förderband komplett durchziehen. So. Dann habe ich jetzt 4 Öfen, das heißt, ich brauche 8 Greifarme und ich brauche dafür Eisen. Habe ich hier in der Kiste. Jetzt stelle ich das her. Jetzt habe ich hier unten links die ganzen Produkte, die Zwischenprodukte, die da gemacht werden.
Und dann nehme ich hier den Greifarm und platziere ihn hier. Jetzt schreit er mich schon an, dass er Strom braucht. Ist kein Problem. Dafür gibt es die Strommäste hier. Setze ich hier hin und dann läuft er. Kann ich auch kurz abbauen. So. Dann mache ich hier einen hin, der das wieder rausräumt. Weil der schmilzt jetzt hier 10 Eisenplatten zu einem. Ne, nicht 10. Wie viel waren das? War das 2? Kurz überlegen. Ne, 5. Genau, 5 waren das. Der schmilzt mir 5 zu einem Stahl. Bar, also Stahlträger. Und dann läuft das hier nämlich in die Kiste. Das muss ich noch ein bisschen erweitern jetzt. Und zwar machen wir das so. Kommt hier die Kiste hin. Und den Strommast stellen wir hier hin. Und der kommt hier hin. Dann können wir das hier gleich weitermachen. Ah, jetzt fehlt mir natürlich einer. Gut, dann können wir noch gleich den Tankwaggon mit erforschen. Für den Zug, weil damit arbeite ich sehr gerne, da die Ölproduktion auch sehr umfangreich ist, weil das geht nämlich auch noch alles hier mit Ölverarbeitung. Und ihr seht schon, dass dieses Forschungsteil halt, die gibt es halt echt viele Sachen. Später gibt es ja auch noch solche Drohnen, die hier dann durch die Karte fliegen und alles von A nach B transportieren und ja. Also es ist wirklich ein umfangreiches Game, was trotzdem sehr schlicht gehalten ist, ich will nicht einfach sagen. Man muss halt auch echt wirklich gucken, dass man von Anfang an platzsparend baut, nicht zu weit auseinander sich zieht hier, dass man vor allem aber auch die Übersicht behält. Man muss halt auch verdammt aufpassen, dass man nicht irgendwo aus Versehen mal ein falsches Teil mit auf dem Band hat. Wie zum Beispiel, wenn jetzt hier so ein Erz mit, oder wenn hier das Erz jetzt weg wäre und da kommt jetzt Kohle mit hier drauf und die Kohle steht dann bis hier hin, also bis hier so, da würden die drei Öfen vorerst nichts mehr machen, weil halt das Eisen fehlt. Dann wäre halt nur Kohle auf dem Band. Und wenn sie kein Eisenerz kriegen, dann können sie auch nicht schmelzen. Ja, da ich natürlich jetzt so einen übelsten Rückstau hier habe an Eisenplatten, haben die auch nichts zu tun. Ist mir aber auch lieber so. Weil da kann ich lieber später hier noch ein bisschen Eisen abzwacken, wie das ich jetzt hier zu wenig habe. Auch wenn ich gerne hier noch ein bisschen mehr Erz auf dem Band hätte. Das wäre nämlich fast schon wieder zu wenig. Jo, und ich hoffe, als kleine erste Folge hat euch das gefallen. So als Einleitungsfolge. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch das Projekt an sich gefällt. Und wenn ihr auch gerne mehr davon sehen wollt, weil wie gesagt, das würde noch umfangreicher werden. Das ist halt bloß erstmal hier der kleine Start. Und wie gesagt, Feedback sehr gerne in die Kommentare. Ich mache mir jetzt dran, dass das Video online kommt. Und würde sagen, haut rein, macht's gut und bis zum nächsten Video.